Rätselhafter Hund auf Autobahn hält Polizei in Atem. Immer wieder taucht ein weiß-grau-schwarzer Hund auf der Autobahn 5 im Bereich des Reiskirchener Dreiecks auf und verunsichert die Autofahrer. Seit der vergangenen Woche wurde das Tier fast täglich gesichtet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Hund läuft demnach immer auf der Standspur auf und ab. Wie es heißt, soll der Hund sehr scheu sein. Das angeblich kahlgeschorene Tier wurde der Polizei bisher immer nur von Zeugen gemeldet. Beamte des Polizeipräsidiums Mittelhessen haben den Hund bisher noch nicht zu Gesicht bekommen. Tiere auf der Fahrbahn stellen eine große Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar, betonte ein Polizeisprecher. Die Beamten suchen daher dringend nach dem Halter des Hundes, der dieser das Tier vielleicht locken und einfangen könnte, wie es weiter hieß. Hinweise auf den Hund oder seinen möglichen Halter nehmen die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen unter der Telefonnummer 06033704350 entgegen.